Till Lindemann hat wohl am Sonntag Songtexte. Wo sitze ich denn? Till Lindemann hat wohl am Sonntag in seinem Berlin-Konzert Songtexte umgedichtet. Konnte ich gar nicht glauben. Reinschauen. Schauen wir es uns mal an. Das Atmen fällt mir ach, so schwer, wie mir umgeht, und die Sänger völlig mehr ohne dich. Vielleicht habe ich mich auch verhört. Alter Schwede, Alter, Alter. Ist das dein Ernst? Tja, da hat er wirklich aus dem Die Vögel singen nicht mehr dann gemacht, die Sänger Vögel nicht mehr. Also, ich habe ja echt Humor. Ich muss aber sagen, wenn ich sein Anwalt wäre, hätte ich ihm da gehörig eine Nackenschelle verpasst, bildlich gesprochen. Das ist unklug, sowas würde ich nicht machen. Wie gesagt, kann jeder denken, was er will und alles gut. Aber im Lichte solcher Vorwürfe dann noch so ein Ding zu liefern, ich weiß nicht. Muss irgendwie nicht sein. Aber gut, ich will es nicht bewerten, jetzt habe ich es ja doch bewertet. Na, ich halte es einfach in der jetzigen Situation, auch im Zuge der Prozesse und der Vorwürfe, die gegen ihn laufen, strafrechtlich und auch zivilrechtliche Auseinandersetzungen, die es ja gibt hier im Äußerungsrecht, halte ich das einfach für unklug. Er hat sich die ganze Zeit eigentlich nicht geäußert, dann würde ich sowas gerade unterlassen. Das ist ja wirklich deplatziert. Es ist unsachlich, so sollte man es bezeichnen. Ich finde es unsachlich, sollte man so nicht machen. Und er wäre, glaube ich, besser beraten, auch durch die Anwälte, wenn er sowas nicht tut. Aber die Kollegen sehen es wahrscheinlich wie ich. Es hat natürlich keinerlei rechtliche Relevanz, was er da tut. Trotzdem, wie gesagt, kann man machen, muss man nicht. Ich finde es eher so mittel. Von daher. Und liebe Rammstein-Fans, bitte steinigt mich nicht. Ich versuche das immer ganz sachlich zu sehen, aber ich habe schon mal gesagt, ich würde Lindemann genauso vertreten wie Kehler auch. Aber wenn ich mit Mandanten arbeite, dann muss man in gewisser Weise dann auch die Füße stillhalten. Deshalb finde ich es einfach nicht so geschickt. So viel zur Erläuterung. Vielleicht ist mir einfach mal der Kragen geplatzt. Ich weiß es nicht. Ich kann es nur aus anwaltlicher Sicht beurteilen und da sehe ich es eben so, dass es nicht so clever war. Trotzdem, ich dachte erst, das wäre ein Joke. Aber ja, er hat es wirklich gemacht. Also bis bald.